Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück bei meinem Wohnzimmerrapport. Nee, eigentlich nicht. Ich will mich einfach nur kurz zurückmelden. Ja, sorry, dass ich 3 Monate untergetaucht war, aber es ist so, wie es ist. Ich will das Video jetzt gar nicht zu lang machen. Ich will es wirklich kurz halten, weil den einen interessiert es, den anderen interessiert es nicht. Der eine will nur wissen, wann geht es mit diesem Let's Play weiter. Der andere will wissen, Mensch, wie geht's denn dem Basti? Gibt solche und solche Leute? Ist auch beides okay. Von daher werde ich jetzt nur mal kurz sagen, ich bin wieder zurück. Es ist so, dass Slytherin, mit dem war ich die ganze Zeit im Kontakt, total cool. Und der Paolo, der den ganzen Content-Creator-Kram von Seiten von Slytherin macht, der hat mir einen Key, obwohl trotz dieser langen Kanalpause, geschickt für Battle Sector. Das Spiel sieht ziemlich interessant aus. Da würde ich gerne mal reinschauen. Dann habe ich gestern einen Key bekommen für City of Gangsters. Super Setting, interessiert mich mega. Ob das Spiel cool ist, weiß ich noch nicht. Ich wollte gestern eigentlich mich mal reinzocken. Ich habe tatsächlich 3 Monate den PC quasi gar nicht angehabt. Nur ein bisschen Xbox ab und zu mal gespielt, und länger als 20 Minuten ging das irgendwie auch nie. Ich war einfach, keine Ahnung. Ich konnte keine Computerspiele mehr sehen und ich konnte auch YouTube nicht mehr aufmachen. Deswegen, sorry, dass ich auch die ganzen Kommentare noch nicht beantwortet habe. Das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Werde ich ein paar YouTube-Kommentare beantworten. Und aber jetzt zurück zu City of Gangsters. Genau, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Mal gucken, vielleicht ist es was für einen Kanal. Warum ich jetzt einfach, also es war ziemlich schwer, dieses Video jetzt hier zu machen, wenn du 3 Monate dich so eingräbst, und ja, ich muss mich einfach mal um mich selbst ein bisschen kümmern, und dann ja, ist das so richtig so ein rotes Tuch gewesen, mein YouTube-Kanal, weil du hast irgendwie dieses Damoklesschwert immer über dir, und ja, es ist so, wie es ist, aber ich würde natürlich gerne den Kanal weitermachen. Das ist jetzt mal wieder der erste Schritt. Ich will aber keine Versprechungen machen in Zukunft, weil einfach Content kommt jetzt so, wie er kommt. Es ist einfach blöd, immer irgendwelche Sachen zu versprechen und dann passieren die nicht. Also von daher, Content kommt so, wann er kommt, und ich plane Battle Sector und City of Gangsters, und vor allen Dingen, warum ich das Video jetzt mache. Ich habe die E-Mail gelesen, bin aufgestanden und habe mich jetzt hier hingesetzt und mache jetzt dieses Video und spreche zu euch. Oh Mann, Basti. Man ist auch echt ein bisschen aus der Übung. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mein Schnittprogramm noch bedienen kann. So, Microprose hat mich angeschrieben, und die Jungs sind quasi ja, einer der großen Gründe, warum ich so gerne Gamer bin, weil ich einfach mit Microprose aufgewachsen bin, was Simulation und Strategie angeht und so. Waren die eigentlich immer ganz, ganz großes Kino, und die sind ja zurück, und ich freue mich mega, dass die mich da im Verteiler haben und mir einen Key zu Carrier Command. Ist so ein, ich blende mal einen Trailer ein, wenn das irgendwie möglich ist, ist so eine ja, Flugzeugträgersimulation in der Zukunft allerdings, was nicht so ganz meins ist, aber ich will auf jeden Fall reingucken. Ich traue den Jungs da einfach mega viel zu. Dann haben wir natürlich noch 2 Projekte, die mir sehr am Herzen liegen und die auch nicht im Sande verlaufen sollen. Ich habe da auch schon den einen oder anderen nicht so freundlichen Post bekommen, so, machst du mal weiter und nur dummes Glaber und so. Wie auch immer, ich kann das auch alles verstehen, ist auch alles cool. Es ist auf jeden Fall Hearts of Iron, das kann ich einfach aus der Hüfte schießen. Für War in the East, was ich auch gerne weitermachen würde. Ich muss quasi, dadurch, dass es jetzt so lange lag, die Anleitung wieder von vorne anfangen und so. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir bei War in the East weitermachen. Aber ich würde auch genau dann gerne dieses Szenario weitermachen, was ich da jetzt angefangen hatte. Die ganzen großen Pläne, die ich alle hatte, die können wir alle durch einen Schornstein jagen. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und Content kommt halt, wenn er kommt. Und ja, wem das dann von der Frequenz her nicht zusagt, dann ist das halt so. Alle, die neu auf dem Kanal sind, möchte ich ganz recht herzlich begrüßen. Und ich würde sagen, ihr aktiviert alle mal die Glocke jetzt. Denn dann bekommt ihr das auch mit, wenn ich hier wieder Content hochlade. Und ja, mal gucken, wann ich ich hätte irgendwie Bock, einen Stream zu machen, einfach weil wir da ein bisschen quatschen können. Und dann kann ich euch ein bisschen erzählen, was in meinem Leben so passiert ist in den letzten 3 Monaten und was auch noch passiert. Da steht auch noch einiges an, und das wird natürlich auch den Kanal tangieren, ganz klar. Und genau,
Aber ich will es jetzt gar nicht spoilern, aber das bequatschen wir einfach mal in einem Stream. Ja, ist, glaube ich, am kurzen. So, ihr Lieben, wie viel haben wir jetzt gemacht? 5 Minuten. Ist doch cool. Ich hoffe mal, die Zeit hat jeder. Mir geht es auf jeden Fall gut. Vielen, vielen Dank an die ganz lieben Posts, die ich gelesen habe. So, Mensch, geht's dir gut und bla. Und sorry, falls sich der ein oder andere Sorgen gemacht hat, aber ist halt so gelaufen, halt, ja. Also, da bin ich wieder. In diesem Sinne, ich bin der Basti und ich bin hier raus.